dann kommt der Zug raus. Guten Morgen, Leute. Heute machen wir endlich mal gemütlich. Und ich glaube, das reicht auch fürs Intro hier. Machen natürlich trotzdem wieder unser Aufzugsspielchen. Was sagen wir? Wir sagen, wenn der Aufzug, egal wo kommt, dann geht es mir heute gut. Passt. So sehen übrigens die Aufzüge aus. Kann ich euch eigentlich auch mal zeigen. Lobby. Leider muss ich sagen, der ist jetzt fast einer der schöneren. Aber irgendwie echt ein bisschen ranzig. Also hier seht ihr auch Schrammen und ein bisschen kaputt, ein bisschen verklebt. Wird nicht so oft geputzt hier. Gibt definitiv, gerade im Wind zum Beispiel, gibt's die Aufzüge sehen da deutlich, deutlich schöner aus. Aber es ist nur ein Aufzug. Und jetzt kommen wir die komplette Scheiße hier rein. Das ist jedes Mal, ich krieg mittlerweile schon Kopfweh. Ah, da ist der Fabi. Nicht hängen lassen. Gehen wir was essen. Heute? Also fünf Bullets gefeuert. Fünf Bullets? Nee, heute zwei. In 3000 Dollar. Das heißt, du hast einen Kleinwagen verloren. Wir alle zusammen. Was denkst du, würden deine Großeltern sagen? Oder deine Eltern? Ich habe den Kleinwagen im Main Event vorher gewonnen. Ach so, ja. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht noch irgendwo einen Kleinwagen verloren hast? Ich habe ja overall einen großen Großwagen gewonnen. Wo hast du overall einen großen Großwagen gewonnen? Nicht jetzt in Vegas, aber grundsätzlich. Ach so, grundsätzlich. Wie groß war der Großwagen? Ich habe in deinem Blog gesehen, dass du gesagt hast, dass das 300 Dollar Spare-Ticket zu teuer ist, aber ein 2.000 oder 3.000 Dollar Buy-in ist ja ein Investment. Und so sehe ich das auch. Ja, ja. Investment, ja. In mich und in die anderen Spieler. Das freut mich, dass du aus meinem Blog was mitnehmen konntest. Ja. Ja. So, gehen wir mal was essen. Ja, mal's ab. Was geht ab? Ist schon wieder gefüllt? Ja, ja. Oh, nice, keine Schlange, Alter. Geil. Same, same, but different. Jetzt zeig doch nochmal, wie man da reinbeißt. So, schön, Fabi genießt. Didi genießt auch. Ich beiß da nicht rein. Es beißt einmal gut rein. Mein Essen wird kalt. Doch, einmal reinbeißen jetzt, damit die sehen. Oh, oh Gott, das war ja wirklich. Thank you. I ordered some sourdough on the side. Shakshuka für mich hier. Das ist furchtbar, gell, mit mir? Ja. Hast du dich selber ins Bein geschossen? Danke fürs Mitnehmen. Wir essen jetzt. Lernen einen Tag auch gemütlich anzugehen. So wie du, Didi. Das ist mein großes Vorbild. Ihr solltet sehen, wie geschmeichelt du gelacht hast. Ich hab schon zwei Bullets gemacht. Also, ja. Ich darf gar nicht langsam angehen. Ja, tauschen wir gerade Rollen oder was ist da los? Nee, überhaupt nicht. Ja. Bin aufgestanden und hab halt gespielt. Ja gut, aber dann ist doch alles in Ordnung. Also, solange du die entspannt gebastelt, du hast entspannt 6.000 Dollar verloren. Ja, ist doch okay. Es ist wirklich eine interessante Dynamik hier, wenn man sich dann entscheidet, einen Tag Pause zu machen, weil es halt wirklich so ist, dass die Leute hier basically fast jeden Tag spielen. So. Und dann hat einer halt ein Day 2 und bla bla. Und das ist das 10.000er, wo sie jetzt alle reingesprungen sind. Und es ist natürlich auch so, ich will natürlich den Tag Pause auch mit Leuten machen, die ich gern habe, die ich mag, so. Und deswegen, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie echt crazy, weil jetzt mache ich zwar einen Tag Pause, jetzt machen wir wenigstens Essen,
aber ja, das waren halt auch nur irgendwie 2 Stündchen und jetzt stehe ich hier und jetzt laufe ich mal zu den Jungs, guck, wie es bei denen läuft, aber so wirklich was zu tun hat man halt auch nicht, außer man geht alleine in eine Show oder so, weil ich denke, Topgolf ist langweilig alleine, selbst eine Show ist irgendwie komisch, Essen gehen alleine ist nicht das Gleiche und ja, was kann man hier machen? Halt pokern. Und das Problem ist aber auch, warum ich es verstehe, warum die Leute halt die ganze Zeit pokern, ist ja, also ich weiß nicht, wer noch nie hier war, ich glaube, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ist es, das Turnierangebot ist so unfassbar. Nicht nur die WSOP-Turniere, sondern es gibt ja eine Auswahl von 6, 7 Casinos und jeden Tag läuft basically in jedem Casino irgendein super profitables Daily-Turnier oder irgendeine Serie und man hat praktisch die Qual der Wahl jeden Tag und es ist praktisch, es fühlt sich auch fast so an, wenn man dann mal einen Tag nicht spielt, dass man eben was verpasst. Aber ich glaube genau das ist eben das, was ich jetzt überwinden musste. Für heute, dass ich eben dieses FOMO, Fear of Missing Out, also das Gefühl, was zu verpassen, einfach mal ignorieren muss und hinten anstellen muss, weil ob ich jetzt ein Turnier mehr spiele oder nicht, ist an sich völlig egal, aber es ist theoretisch sogar wichtiger, Pause zu machen, weil mir das besser tun wird, als jetzt noch eins mehr zu klicken. So, ich dachte, ich nütze mal die Gunst der Stunde, um beim Main Event reinzuschauen. Da wird es jetzt richtig spannend. Tag 7, 36 Spieler noch übrig. $250.000 haben die sicher. Der 35. kriegt dann schon 300.000, also gerade auch einen Preissprung. Und das sieht dann praktisch so aus. Man sieht eigentlich, man kommt kaum noch hin, leider. Das sind sie auch deutlich strenger geworden. Hey, grüß dich. Und ja, also es sind praktisch alles nur noch gefeaturete Tables. So ganz da hinten ist der Haupttisch, dann hier der Nebentisch, ganz hinten auf der anderen Seite ist noch einer und dann müsste irgendwo noch der 4. sein. Ich glaube 4x9 Spieler sitzen an den Tischen. Genau. So, da stehen auch überall, seht ihr die Kamerateams drumherum und so richtig, richtig fett alles am Übertragen. Wahrscheinlich irgendwie die Rechte verkauft. Deswegen alles deutlich strenger worden. Und ja. Es wird hier spannend. Jetzt geht es ums große Geld. Krank, Leute. Es hat einfach geregnet in Las Vegas. Guckt euch die Wolken an. Das habe ich noch nie erlebt. Drittes Mal hier in Vegas. Erstes Mal Regen. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es schüttet in Strömen. Wir wollten eigentlich Paddle spielen, aber Vegas geht gerade unter. Es ist echt crazy. Guck dir das mal an. Schüttet und schüttet und schüttet. Und hört wahrscheinlich auch einfach nicht auf in nächster Zeit. Das ist echt bitter. Ich habe den Wetterbericht extra nochmal geschaut. Und heute Nachmittag stand Regen drin. Und dann bevor wir losgefahren sind, schaue ich nochmal rein, war kein Regen mehr da. Da dachte ich, okay, top, können wir los. Mann, Siggi, einmal gern mit dir. Ja, es ist schön gewesen. Ja, wir warten kurz, oder? Wir warten noch 10 Minuten. Aber er hat gesagt, wenn sich da Pfützen bilden, dann ist halt durch. So. Und wahrscheinlich tut sich das hier bilden. So, sie lassen es jetzt zumindest erstmal spielen. Aber ihr seht, der Himmel sieht verdammt, verdammt beängstigend aus. Heute mit Siggi. The man, the myth, the legend. Oh, er hat einen Blitz. Sig, den Blitz habe ich eingefangen. Heute war ausgeglichen. Heute war schön. Eieiei. Tom will sich wieder das teure Ding gönnen hier. Ich glaube, es kommt da der Max Verstappen zu uns. Ja. Ach so, ja, der grillt es dir. Formel 1 Wagyu. Sick. Da haben wir zu 5 oder so auf 7 oder gezeigt.
Polis ist von? Polis ist von? Ich glaube, ich denke nicht. Wenn ich frage. Junge, ist das ein Lappen, ey. Und das ist komplett geisteskrank, Alter. Man muss sich ja alles erklären, ihren Job. Im Deutschland-Trikot dann noch richtig schön den Job erklären. Ja, sehr gut, Tom. Nicht ganz. Wobei, vielleicht roh schon, ja, aber jetzt verliert es Flüssigkeit. Und Danzi, du musst es richtig schön in dein Salz eintun. Oh ja. Wisst ihr, was sick ist? Ihr habt ja gerade noch gesehen, dass wir zu viert waren. Der ist mir auf den Fersen. Überall, wo ich bin, kommt der Didi auf. Das ist unbelievable. Und guck, er fußt schon wieder hier. Ich bin da. Er nimmt sich einfach. Ich bin da wegen Sigi, Roli und Tom. Ja. Und ich bin auch wegen dem da. Aber ich war zuerst da. Sigi, sollen wir hier auch da? Und wegen dem Essen. Die auch da. Ja, das denke ich mir hier. Und wegen dem Vlog. Wegen dem Vlog. Ja, ja, genau. Wegen deinem eigenen Ego. Der muss in den Vlog platziert werden. Ja. So, was haben wir hier? Lecker Fried Rice. Ein Finger in der Kamera haben wir auch. Schaut's aus. Ist das, lecker Fleisch, Rib Eye Rested. Nur für die eine Seite oder für beide Seiten? Komm her, gefällt noch mal drauf. So Leute, kleines Outro, Mental-Fazit noch. Ich halte es kurz, versprochen. Denn ich bin sehr glücklich, denn ich kann die Frage, was mich hier eigentlich glücklich macht, endlich beantworten. Und was die Dinge sind, ist einfach Sport machen auf der einen Seite und einfach eine gute Zeit. Da gehört auch der Sport dazu, aber auch gutes Essen oder einfach generell Zeit mit Leuten verbringen, mit denen ich mich einfach sehr gut verstehe oder die ich einfach sehr gute Freunde nennen kann. Und eben auch dafür habe ich gemerkt, einfach eigentlich sehr, sehr dankbar bin. Und jetzt empfinde ich irgendwie endlich wieder irgendwie so Glück und auch einfach Dankbarkeit, was glaube ich auch relativ nah zusammenhängt. Und ja, ich habe einfach gemerkt, das war das, was ich gebraucht hätte und was ich vielleicht schon vor 2 oder 3 Tagen gebraucht hätte. Was aber jetzt okay ist, so, was ich auch akzeptieren muss, dass es jetzt wenigstens zurückkommt. Und deswegen bedeutet es auch, dass wir morgen wieder pokern. Wir machen es aber auch morgen, den Start den Tag ganz entspannt, ohne Stress. Und das wird das 2.000 $ Hall of Fame, auch nochmal ein WSOP-Event hier. Freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich habe einfach auch richtig Lust, jetzt wieder gut zu spielen, gut zu pokern, mich zu konzentrieren und da einfach alles zu geben und jedes kleine bisschen rauszuholen. Und ich glaube, das sind genau die richtigen Gedanken. In diesem Sinne, gute Nacht.